Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Two Point Campus. Ja, wie man es ja hier sieht, wir haben, bevor wir das Folgehaus starten, noch hier was zu basteln. Schauen wir mal hier rein am Computerraum. Okay. So, was haben wir hier noch? Superkonsole. Hausmeister, die tolle Konsole. Nee, darf man schon dieses das identische Ding hier? Ein Oszillator. Der schwingt so vor sich hin. Und jetzt braucht man noch Heizkörper. Und das andere machen wir dann, wenn die Kohle nicht mehr so knapp ist. Okay, schauen wir mal hier gleich auf die Temperatur. Ja, das passt so. Und jetzt braucht man natürlich auch da noch mal einen Heizkörper. Würde ich sagen, vielleicht sogar zwei, naja. Ja, den lassen wir jetzt mal, weil wir brauchen ja mehrere Räume. Und was könnte man hier noch? Eine Bank. Oder machen wir eine Bank. Ja, machen wir die Bank. Alles klar, okay. Dann haben wir schon mal das erste. Dann brauchen wir ein Gadget-Labor. Oh, da geht uns die Kohle natürlich massiv aus. Müssen wir mal zur Bank schauen. Und uns nochmal 100.000 holen. Okay. Wie viel brauchen wir? 6 mal 5. 6 mal 5. Okay, hier eins nach vorn. Okay, da noch ein Heizkörper. Und vielleicht in die Ecke auch noch einen. Upgrade machen wir später. Dann noch hier vielleicht ein paar Bilder rein. Okay. Ja, da ist jetzt der Heizkörper hier weg. Aber das ist kein Thema. Weil wir können ja mit Leichtigkeit noch einen reinbasteln. Okay, vielleicht da noch ein. Jo. Alles klar, soweit. Dann brauchen wir die herzhafte Küche. Herzhafte Küche kostet auch wieder 30.000. Da habe ich jetzt nicht geschaut. 6 mal 6. 6 mal 6. Okay. Noch einen Heizkörper rein. Und in die Ecke auch noch einen. Okay, und jetzt schaut es hier schon ziemlich mau aus. Habe ich das komische Gefühl. Moment. Da habe ich gesehen, hier wird es kühl. Hier wird es kühl. Das kann man natürlich nicht so stehen lassen.
Okay, dann machen wir da mal. Und hier nochmal so ein Getränkeautomaten her mit Mülleimer. Oder ist das überhaupt Getränke? Ne, Cheesy Gubbins, das ist Essen. Und hier nochmal Getränke. Und auch mit Mülleimer. Okay. Jo, da würde ich sagen, da brauchen wir noch mal so einen Raum. Auf jeden Fall. Campusgebäude. Okay, 17.000. Zack. Und dann schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall jetzt. Ich muss auf jeden Fall. Sir Nigel Bickleburg. Stopp. Ich muss auf jeden Fall hier auch einmal hier was mit Fortbildung machen. Und zwar Weiterbildung zu. Kostet 40.000. Jetzt machen wir erst einmal mit dem Budget noch weiter. Cheers, cheers. Und schauen überhaupt, ob wir das Wissenschaftslabor bauen können. Willkommen und Glückwunsch zu Ihrem erlesenen Geschmack. Okay. Sie hören das Hey. Kultivierteste, das unser County über den Äther zu bieten hat. Nigel Bickleberth auf Radio 2 Point. Aber das wussten Sie natürlich schon längst. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Okay, dann müssen wir jetzt den letzten auch noch nehmen. Hilft nichts. Und werden hier mal gleich ein Wissenschaftslabor bauen. Hey. Muss mal eins weiter hier anfangen. Okay, jetzt noch Heizkörper rein. Und dann starten wir mal und die werden wir nach und nach dann verbessern. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Sehr schön ist es. Okay, und hier noch. Hey, dann haben wir das mal. Und hier werden wir dann auch jetzt eine Bank herstellen. Okay. Das passt und einen Dozenten brauchen wir noch. Und zwar Gastronomie. Okay, Moment. Gastronomie, Sally Heuler. Zack. Okay, da haben wir jetzt zumindest 10.000 erhalten. Und da werden wir den jetzt gleich einmal zurückzahlen. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Den zahlen wir jetzt gleich einmal zurück. Und hier haben wir noch. Achso, den hat man ja noch gar nichts zurückbezahlt. Aber gute 12.000 bis 13.000. Es ist wieder Zeit für Wer ist das? Bickleburst-Bewertungen. Ein Spion. Dank der erleuchteten Einflussnahme unserer phänomenalen Produzenten haben Sie, die Zuhörer, das dieswöchige Objekt der Begierde gewählt. Die kollektive Weisheit des Publikums hat mir Hoglocks beschert. Eine beliebte Cerealiensorte, wie ich höre. Also, bringen wir es hinter uns, ja? Ja, wir können noch nicht. Schmeckt weiterbilden. Fast wie Speckchips. Und hier fehlen uns 40.000.
Aber ich denke mal, wir könnten jetzt das Folgejahr starten. Sind jetzt kurz davor. Jo, starten wir doch mal. Sehr schön. So, schauen wir mal. Da kommen wir die rein. Direkt aus der U-Bahn. Okay, die ersten Freundschaften. Und jetzt... Die Einschreibung ist jetzt offen für Spionage. So, jetzt haben wir hier die Studenten. 85. Okay, wir haben keine Favoriten. Wollen natürlich immer gerne mal an Favoriten uns hier rein merken. Den wir dann ab und zu mal angezeigt bekommen, ist dann vielleicht mal oder zum Teil mal ganz interessant zu sehen. Dann nehmen wir jetzt mal irgendeinen, weil die haben ja noch keine Note. Den Dirk Hunt. Okay, eine Computerkabine. Okay. Okay, dann können wir das bloß daher dann mit dem hier austauschen. Schauen wir jetzt einmal, Objekt platzieren. Genau. Dann geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Okay, da gibt es dann jede Menge Veranstaltungen. So, jetzt schauen wir mal kurz. Wo ist denn Forschung? Hier ist Forschung. Okay. Bitte entschuldigen Sie das abrupte Ende des letzten Beitrags. Nach einer schnellen Mundspülung kann ich die Bewertung nun fortsetzen. Die Fusion von süß und salzig ist in der hohen Küche, perverserweise, der letzte Schrei. Kein Wunder also, dass diese Mode auch ihren Weg in die Welt der Alltagsesser gefunden hat. Herzlichen Glückwunsch an das gemeine Volk. Auch Sie kommen nun in den Genuss dieser abartigen Abscheulichkeit. Okay. Ja, ich wollte den jetzt ausreden lassen. Ich hoffe doch, dass die hier mal wiederkommen. Okay, da haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen. Und jetzt schauen wir mal, wo haben wir denn einen Assistenten? Das sind ja die Mitarbeiter. Assistenten mit, was macht der? Betreut den Tresen. Macht Pause. Jo, der macht zwar Pause, aber wir brauchen den doch hier. Genau. Das ist einmal der erste. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Ist das überhaupt die Klinik? Genau, da sollten noch zwei mehr kommen. Und jetzt brauchen wir so einen Spionagedozenten. Für die Forschung. Okay, die machen alle jetzt die Vorlesungen. Da
Dann geht's wahrscheinlich erst da dann weiter. Oder wir holen uns einen. Kostet allerdings 31.000 und das Geld haben wir nicht. Leider. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Dating. Was ist das? Der Computerraum. Wo haben wir denn genügend Schlafzimmer? Ja, da ist eigentlich ein großes 2, 4, 6, 8, 10. Wenn wir dann 20 quasi oder knappe 20. Dann sollte es eigentlich reichen. Genüssliche Gaumenfreude mit Cheesy Gubbins, die Essenz von Käse. Okay, das haben wir jetzt. Noti B Hams. Noti B Hams. So, und jetzt geht das hier auch weiter. Cheesy Gubbins, gib's zu, du willst sie. Ah, da ist er. Da ist er jetzt wieder. Genau, jetzt läuft's wieder. Hausmeister zum sehr schön. Verstopfte Toiletten benötigt. Wunderbar. So, und jetzt wollte ich doch einmal. Achso. Die Frage ist natürlich jetzt. Moment. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt die Weiterbildung machen. Können wir denn uns noch Leute holen? Der repariert. Der sucht nach Arbeit. Okay, wenn er nach Arbeit sucht, dann können wir ihm Arbeit beschaffen. Nachhilfe fehlt auch einer. Digitaler Computer. Jetzt erstmal Tag der offenen Tür. Der kostet 35.000, ist schon ein bisschen viel. Ich würde sagen, lieber stellen wir hier noch einen ein. Okay, Stufe 13. Da geht ja ratzfatz. Irgendeinen Dozenten brauchen wir, das ist egal welchen. Jo. Das war schon mal nicht schlecht. Seelsorge kann euch bei so ziemlich allen Problemen helfen. Okay, da schauen wir jetzt einmal hier rein, was man denn hier noch alles findet. Okay, Forschungslabor braucht schon wieder einen Dozenten. So. 85 brauchen einen Club. Das ist natürlich schon ein starkes Stück. So, wo haben wir noch Platz? Ja, vielleicht in das Eck irgendwo ein Club. Ja, Weiterbildung können wir jetzt nicht. Dann machen wir das mal so. Und
Das ist hier der Club. Was für ein Club machen wir als erstes? Den Powernapping Club, würde ich mal sagen. Okay. Was gehört damit dazu? Das Schaf. Dann hier gehört auch noch was mit her. Okay, ja, das haben wir ja. Okay. Das noch. Alles klar. Mehr, glaube ich, braucht man nicht ausgeben. Nigel Bickleworth, Ihr Freund und Retter der Frequenzen. Ich habe alles versucht, um den nächsten Song aus unserem Katalog zu bekommen. Leider erfolglos. Naja, okay, jetzt brauchen Sie auch noch ein Sportler-Dingenskirchens. Ich kann diesen Song nicht genießen. Doch genug davon. Hier nun ein Stück musikalischer Mumpitz. Nur auf Radio 2Point. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Okay. So, natürlich Heizkörper. So, dann schauen wir mal, weil ich glaube, hier in dem Eck ist ziemlich kühl. Crazy Taxi Automat, ja, das können wir natürlich machen. Auch noch einen kleinen. Bank daneben. Okay. Alles will in den Powernapping Club. 30.000. Ja, das lehnen wir jetzt mal ab. Okay, hier kommt schon wieder Kohle rein. Ein Rahmenkiosk. Ja, Moment, stopp mal kurz. DJ Sous-Chef. Okay, das ist ein Konzert. Das könnten es hier. Ah, nicht genug Zeit. Schade. Da müssen wir es hier auf Ende März verschieben. Aber da würde ich jetzt einmal sagen, da stellen wir jetzt jemand ein. Wenn der Assistent die ganze Zeit Pause machen will. Achso, da haben wir keinen. Da haben wir keinen. Dominik Casarole. Stellen wir mal da rein. Hausmeister bei den WCs benötigt. Obwohl ich nicht glaube, dass genau jetzt jemand krank wird. Ups, mal kurz stoppen. Jo, wir haben ja schon wieder 24 Minuten. Wo bleibe ich hier mit meinem Zeitgefühl? Na gut, macht ja nichts. Ich würde sagen, dann machen wir das nächste Mal hier flott weiter. Und dann werden wir sehen,
dass wir vielleicht doch mal zu ein bisschen Geld kommen und dann hier mal ein bisschen was weiterbilden können, damit hier was vorwärts geht. Jetzt schaue ich bloß noch mal kurz. Okay, das dauert hier noch ewig anscheinend, bis Zeit für Klatsch beim Tee wir hier bei 1200 sind. Na okay. Nigel B. Ich jedenfalls danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch eine gute Zeit, bis bald, tschüss.